Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Der Koop-Modus mit Yali. Hallo Yali. Hallo. Ja, und da winkst du sogar. Ich will auch winken. Hey, hallo. Bin auch dabei. Das Moll. So, und wir... Hast du gerade gelacht? Kann man das jetzt auch? Ah, jetzt kann man auch lachen. Cool. So, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich sagen. Ja, ich setze alle Portale. Piu, piu, piu. Und zwar bei der Nummer 2. Masse und Geschwindigkeit. Ah, das klingt nach viel Rumfallen. Guck mal einfach mal, was es kann. Okay. Ich würde sagen, go. Erstmal ein Portal schießen. Ja, was ist das? Zack, man weiß ja nie. Duck, 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 duck. Holt uns auseinander. Ich bin mal gespannt, was der Story-Modus hier im Koop alles kann. Das ist also... Dass hier überhaupt noch eine Story ist im Koop. So ein bisschen ja, ne? Also was ja, das spielt ja quasi nach den Geschehnissen der eigentlichen Story. Achtung, Spoiler. Ja, wer den noch nicht gesehen hat, kann jetzt noch gucken oder selber spielen. Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Okay. Weiß nicht. Warte. Da? Achso, ich setze eins dahin. Und dann gehen wir beide hier hoch. Dann setzt du eins woanders hin und ich setz eins hier runter. Oder was? Ja. Und dann schweben wir darüber. Hui! Ja. Too fat to fly! Nein, doch nicht. Autsch. Sind wir voll aufeinander geprallt. Kamera. Kamera sagt check. Ding. Cool. Erstmal Ratlosigkeit. Das ist der Anfang von der Testkammer. Erstmal rein und. Guck mal, was da oben ist. Okay. Da oben ist auch noch irgendwas, ein Knopf oder so. Ja, da ist ein Knopf. Warte. Das ist ja alles verbunden. Oder? Nee. Doch da kannst du hin, indem du. Da musst du irgendwo runterfallen. Genau. Jani? Warte. Oder ich mach's. Du kannst ja nach rüber, oder? Was? Ja, also das Pro. Du musst mich. Schieß mal hier unten gelbes hin. Damit ich da hochkomme. Und jetzt kann ich mich nämlich, indem ich hier mein blaues drüber setze, einfach darüber fliegen. Okay. Und da oben ist ja ein Knopf. Der macht ja was. Oder? Hui! Zack! So, der macht schon mal was. Pass auf, und jetzt kann ich dir dasselbe Spielchen geben. Jetzt kannst du da hochgehen. Hat er denn was gemacht, der Knopf? Ja, der hat die eine Hälfte aktiviert. Guck mal da. Guck mal, wo ich hingucke. Da ist die eine Hälfte aktiviert und die andere Hälfte ist der Knopf da unten. Okay. So, und du musst jetzt gucken, dass du hier irgendwo auf meiner Seite noch ein Portal hinsetzt. Da unten, da, warte. Da? Irgendwo in der Nähe müsste das sein. Genau. Und dann setzt es unten auf den Boden. Genau. Und dann müsstest du eigentlich rüberfliegen können. Yay. Yeah. Dann beide aufs Knöpfchen. Und der Ball kommt runter. Wuhu. Und dann kommen wir hier theoretisch raus. Trunk. Wunderbar. Wunderbar. Ja, den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Buh. Die Antenne. Ich finde die Antenne so klasse. Oh, schön. Okay. Ja. High five.
Nein. Wie? Du bist nicht da. Kann ich keine Dinger mehr machen. Wie, du kannst keine Emotes mehr machen? Nein, High Five, komm. Yeah. Also ist das mein Portal. So. Okay. Auf zur nächsten Testkammer. Ja, das ist aber noch so ziemlicher Standard-Portal-Kram. Also ich denke mal, das wird im Verlauf der ganzen Sache noch ziemlich schwierig. Dann werden wir auch noch ein bisschen rumrätseln müssen. Aber das ist gut so. Also, ich meine, bis jetzt nicht so erschossen, Portal gespielt. Ertrunken, ja? Zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Ja, was ist das denn? Das... Ja, aber da verschwindet ja das Portal, wenn du in das Feld gehst. Weißt du, wenn du hier ein Portal einsetzt und dann in das Feld, dann geht das ja weg. Was passiert hier? Da klappt sich bestimmt die Wand ein. Genau. Kann man da rüberspringen, ne? Also wäre es jetzt sinnvoll in irgendeiner Form... Aber wie kann man das Kraftfeld aktivieren? Also deaktivieren, meine ich. Indem einer von uns das macht. Du. Ah. Okay, warte. Nee, du, da muss... Also warte mal, wenn ich jetzt... meins hier reinsetze, kannst du da reinspringen und fallen? Weißt du, und dann kann ich... Warte, dann drücke ich das Knöpfchen hier. Und... Puh. Hast du gesehen? Ja. Weil meins hat es ja nicht deaktiviert dadurch, das ist clever. Was? Jetzt kannst du das Knöpfchen da drüben drücken, oder? Ja. Was macht das? Dasselbe. Ach, das macht dasselbe Spielchen. Achso, also musst du das jetzt mit mir auch noch machen, oder was? Ja. Okay, dann... Hui! Auf geht's. Du musst jetzt das Rote an die schräge Wand setzen. Aber vorher das Knöpfchen drücken. Ach ja. War das nötig? Das ist schön. War das nötig? Ja. Probier es einfach nochmal. So. Hui. Juhu. Ja. Er hat mich schon zum zweiten Mal umgebracht. Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr. Wieder da. Ganz als wäre nichts geschehen. Voll cool. Okay, weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will neue Tests, neue Herausforderungen. Mal gucken, ob mich Janni nochmal umbringt. Also du darfst mich schon mal zweimal töten. Vielleicht kriegst du dann auch Punkte. Achso, krieg ich meine Punkte zurück, sagst du? Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt. War das jetzt wirklich nötig? Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Aber ich habe gerade Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen. Ich bin kein Verlierer. Ich habe Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen. So. Oh Gott, warte mal, ich guck mal hier. Wo geht's denn hier hin? Hier ist ein Knöpfchen. Da muss man wieder springen. Ah. Also, muss ich in irgendwas von... Warte mal. Ich komm mal hoch. Wow. Ich muss in irgendwas Rotes von dir unten. Nee. Da oben? Springen? Ah! Hier ist wieder genau dasselbe Spiel. Ich fall dann da durch und du musst dann... Da oben.
Da oben das Setzen. Genau, das, das Rote dann. Das ist aber nett. So. Hui! Okay, ich bin soweit. Hui! Klatsch. So. Töte mich nicht. Kannst du das wegnehmen? Du hast mir mein Ball weggenommen. Jetzt müssen wir sowieso gucken. Warte mal. Da kannst du nicht durch. Genau, der geht ja kaputt. Aber, warte. Ich kann hier hochgehen und du kannst mir den hochreichen. Auf der anderen Seite. Hehe. Kooperativ. So, dann müssen wir trotzdem noch eine Ebene höher. Da komme ich einfach mit. So. Bahn frei, ich habe den Ball. Ich dachte, das geht schneller. Aber ja. Ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Ist so. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Ja, nee, das ist nicht richtig. Falsche Portale. Zack. So. Das ist voll klasse. Winken wir uns immer gegenseitig zu bei mir gerade. Wisst ihr noch, so. Als ich sagte, ihr wärt die Einzigen, die den Kalibrierungstest bestanden hätten? Gelogen. Oh. Es gibt 5000 weitere Testteams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keine Sorge, ihr führt. Ja, wir sind nämlich das hübscheste Team. Deswegen. So. Ich habe das... Ja. Ah, okay. Und dann muss man da hochschleudern. Pass auf, wenn ich da jetzt durchfalle, ja. Dann musst du mich auf die eine Seite hauen. Dann kann ich das Knöpfchen drücken. Dann musst du auf die andere Seite rennen und mich da dann wieder... Weißt du, was ich meine? Aber du musst das mit dem anderen Portal machen. Also du musst ja, hier... Wir versuchen es einfach mal und gucken, was passiert. Hui! Epileppi! Knopf. Okay. Und Knopf. Habe ich jetzt beide gedrückt? Ja, guck mal, lauter Bälle. Beginnt in drei, was? Zwei, jonglieren, eins. Jani. Ah. So viele Bälle. Nee. Warum sind hier so viele Bälle? Warum hat sie gesagt, der Test? Den Jongliertest, weil hier so viele Bälle sind. Das war ein Witz. Also, du musst lachen. Lachen, Jani. Lachen. Du musst lachen mit Kuh. Jetzt haben wir auch verstanden, alles klar. So, dann nehme ich, den nehme ich jetzt mit. Ey. Hast du den da runtergeworfen? Kannst du nicht machen. Kannst Anlage zumüllen. Frech. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt ja gar nicht mal so schwer, also... Aber sind ja noch die Anfänge. Hoffe ich. Ja. Wir hatten jetzt gleich übelst immer schwerer Test. Und dann guckst du. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ja, natürlich. Wisst ihr, wo ich war? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Das könnte ich jetzt auch machen, oder? Hui! Okay. Das war's? Achso, nee, es war nur der erste Teil. Ich wollte schon sagen.